auch international Zielorganisation und das PS 752 der Ukraine International Airlines. Es sind schon 9 Monate seit dem unglaublichen Verbrechen vergangen, dass die Islamische Republik Iran gegen 176 zivile Passagiere und Besetzungsmitglieder des Fluges PS 752 der Ukraine International Airlines begangen hat. Die Islamische Republik Iran hat nicht vor ihrer Täuschung und Bosheit gehört. Mit der Familie des Opfers von der internationalen Gemeinschaft ausgelassen. Ihre grobe Fahrlässigkeit und Weichgespiel verstoßen gegen die ICAO, International Civil Fahrtorganisation, Vorschriften, an die sie gebunden sind nur ein Beispiel, dass von ICAO nicht ignoriert werden darf. Die islamische Religion ließ den zivilen Luftraum in einer Zeit, dass militärische Konflikte mit den Vereinigten Staaten von Amerika offen. Sie wollten 3 Minuten nach Start von ihrem eigenen internationalen Flughafen 2 Raketen auf der Zivilflugzeuge ab. Sie verfolgten es, die Abstoßstelle zu schützen. Zerstörten wichtige Beweise und erlaubten Blutige und Banden, sich ihre Sicherheitsagenten anzuschließen, um der Habseligkeit unserer Lieben anzurauben und beschlagnahmen. Wie die Opfer des Fluges MH17 im Jahr 2014 sind die unschuldigen Passagiere des PS 752 Opfer eine Verbrechen. Die ICAO gerade verurteilte den Angriff von MH17 innerhalb von 3 Monaten. Er ließ jedoch im Fall von PS 752 keine solche Verurteilung gegen die Islamische Republik Iran. Stattdessen tolerieren sie lieber als islamische Regime. Nach 9 Monaten haben sie sogar ihre symbolische Unterstützung bei Verurteilung der Islamischen Republik und ihre Rechenschaftspflicht zurückgehalten. Wir, die Unterzeichner dieser Erklärung, fordern sie dem ICAO-Rat auf, das Verbrechen der Islamischen Republik Iran beim Angriff auf den Flug PS 752 unverzüglich zu verurteilen. Und wir möchten sie vor dem Beginn dieser Verbrechen zur Rechenschaft. Das Schweigen gegen Kriminalität unterscheidet sich nicht von den Komplizen.